Okay, da eiert irgendein Paladin rum. Na gut, jetzt gehen wir mal gucken. So, gegen was kämpft ihr denn? Das ist irgend so ein Schrottplatz, den will ich jetzt aber eigentlich gar nicht besuchen. Ich will diese legendäre Fliege killen. Aber wenn die Paladine hier schon rumrotzen, dann gucken wir uns hier doch auch mal um. So. Quick Save und... Ja, keine Sorge, die Fliege gucken wir gleich, dass wir die noch mitnehmen. So, gucke mal, so ein Bergbauarbeiterhelm hier. Superkleber. Ja, ich bin doch schon dabei. Yao Gao Fleisch hier. Nach oben gehen wir gleich. Erstmal machen wir hier die Fleischpakete leer. Na gut, so wirklich prickelnd ist das jetzt hier nicht, was den Loot angeht. Was hat er denn? Patrone, Sturmgewehr. Schulterklappen für Supermutanten nehmen wir auch mal mit. Ach, komm schon. Geht doch. 44er Patrone, 10mm, 5er, Fusion, Rakete, Vorkriegsgeld. Ach komm, nehmen wir die Haarbürste auch mit. Und was haben wir hier? Kronkorken. Ach, egal. So, mein Freund. Oh. Da bleiben definitiv Flecken. Da bleiben definitiv Flecken, sagt er. Ach, guck mal, da oben ging es noch lang. Lol. Okay. Gut, eine Einsteiger-Holzkiste. Sieht so ein bisschen nach Granaten aus. Farbdose und Redaway. Mir soll es recht sein. Die Werkstation brauchen wir jetzt gerade nicht. Na gut. War jetzt nicht so ergiebig, wie ich gedacht habe. Ist der nächste Kern jetzt gleich schon aufgebraucht? Wir sollten uns vielleicht mal ein bisschen beeilen. So, von wo kamen wir denn nochmal? Weißt du auch nicht, ne? Jetzt will ich nämlich noch diese blöde Fliege killen. Nick geht ihm aus dem Weg. Wir kamen von da, ne? Ach, egal, wir gehen jetzt Richtung anvisiertem Ziel. Und damit hat sich das. Nachladen. Und jetzt einfach mal straight geradeaus. Wir werden es wahrscheinlich gleich fürchterlich bereuen. Was flattern die hier eigentlich die ganze Zeit rum? War da gerade Mündungsfeuer? Ach guck mal, unser Freund, die legendäre Blut... Ja toll, hätte ich mir sparen sollen, bis die mutiert. Fuck it. Oh, geht doch. So, komm mal her. Was will ich hier denn? Wo ist denn? Ja, toll. Wo ist jetzt das Stück der Fliege, das ich looten darf? Da. Oh, sehr schön. Ignoriert 30% der Schadens- und Energieresistenz. Man sollte das Zeug wohl nicht verkommen lassen. Die sollten wir uns auf jeden Fall aufheben. Können wir eventuell modifizieren und für uns nutzen. Okay. Ja, das sieht ja echt nicht mehr gesund aus. Rand des leuchtenden Meeres. Mal eben Quick Save. Suchen wir uns mal hier eine erhöhte Position. Und gucken uns den Schlamassel mal an. Ja, das sieht so aus, als wenn... Ach, hier regnet es auch noch. Schick. Das sieht so aus, als wenn hier
die Ecke wäre, wo tatsächlich die Bombe hochgegangen ist. Haben wir irgendwo was? Nee. Gegner sind keine in Sicht. So, Nick dürfte das ja nichts ausmachen. Ich glaube, das hat er auch mal gesagt, als wir die Quest bekommen haben. Ein paar Ghule. Na komm. So, aber bewacht haben die... Oh, was geht denn da oben? Jetzt fliegen die schon zu zweit hier rum. Wer bist du? Kronkorken. Wilder Plünderer Ghoul. Naja, aber sieht nicht so aus, wenn die da irgendwelche Schätze bewacht hätten. Eieieiei. Gut, wir gehen einfach mal straight rein. Und werden das gleich fürchterlich bereuen. Nick, bist du noch? Okay. Nochmal ein Quicksave hinterhergeschoben. Alter, wie geil, die Red-Anzeige springt hoch, wenn es hier blitzt. Okay, da scheint noch ein abgestürztes Flugzeug zu sein. Jetzt will ich hier auch ein bisschen erkunden, ne? Sieht... Jawohl. Alter. Was war das denn jetzt für ein Blitzschlag? Okay, da ist irgendeine Kirche. Da vorne müsste, wenn ich das richtig deute... eigentlich irgendwo noch ein abgestürztes Flugzeug sein. Na gut, jetzt sind wir schon mal hier in der Nähe. Jetzt können wir zu der Kirche gehen. Ich hoffe, dass wir das jetzt nicht bereuen werden. Wir schauen mal rein. Hope's March Pfingstkirche. Fiese Kannibalen. Oh, was machen die denn? Ach, das war ich. Gut. Lass uns mal schauen, wo die jetzt rauskommen, die lieben Kerlchen. Gibt's hier überhaupt einen Ausgang? Ich muss jetzt aber nicht da runter, oder? Gibt's hier keinen Ausgang? Ach, warte mal, für mich gibt's ja einen Eingang. Okay. Komm, die Zeit nehmen wir uns jetzt mal. Kronkorken, ach komm, Haarklammer nehmen wir auch noch mit. Verdammt, die Spur verloren. Was hast du verloren? Die Spur, oder was? Egal, Karl. Kronkorken nehmen wir auch mit. Nett gemacht. Okay, also eine zusammen... Mein Gott, ich bin heute so zielsicher. Tischventilator bietet Schrauben. Wunderbar. So muss das sein. Ein Meisterschloss. Tja, ich würde sagen, meisterlich umgangen, ne? Patrone, Schrotpatrone. Wir nehmen einfach mal alles mit. Was soll's. Gucken wir mal, was die guten Kerle hier noch in der Tasche haben. Haarklammern können wir auch immer gebrauchen. Noch? Wie viele sind denn das? Kommen da noch welche? Kronkorken nehmen wir mit. Oh, was haben wir hier? Schlüssel zum Kirchensafe. Ach, da ist noch einer. So, Kronkorken, Patronen. Oh, guck mal, ein bisschen Loot. Tut gut.
Zigarette brauchen wir jetzt nicht. Ich möchte mir jetzt hier nicht noch eine anzünden. Ach du Scheiße. Das andere war ein legendärer, oder? Da, stirb, stirb, stirb. So. Chinesisches Offiziersmesser. Ja. Schick. Aber unsere Rüstung löst sich in ihre Bestandteile auf. Patrone, Patrone, Patrone. Ja, ich trage zu viel. Dann nimmt Nick halt jetzt gleich ein bisschen was. Haarklammer nehmen wir noch mit. So. Niki. Wo bist du? Ja, aber hat sich doch auf jeden Fall gelohnt, der Ausflug. Oh. Toll, und ich dachte, mit so einer Power-Rüstung könnte ich jetzt voll viel tragen. Na gut, ich glaube, wir können schon mehr tragen als sonst, aber... Ach, guck mal. Wo rennt der denn rum? Senior Valentine. Valentine. Wo ist er? Na, hüpfend kommen wir noch nicht schneller voran. Gut, aber dieser Abstecher in die Kirche hat sich auf jeden Fall gelohnt. Auch wenn mich gerade noch echt interessiert, welcher Vault das vorhin war, den wir auf dem Radar hatten. Aber jetzt kümmern wir uns erstmal hier ums leuchtende Meer. Denn hier möchte ich jetzt nicht unbedingt länger verweilen als zwingend nötig. Toll, jetzt schleiche ich mir einen zurecht. Ja. Wir laufen mal ein Stück in der Hoffnung, dass Nick gleich hinter uns auftaucht. Mr. Valentine? Ach, da ist er, guck mal. Komm mal her, mein Freund. Hey. Mal sehen, was ich tun kann. Ja, du kannst mal ein bisschen schleppen für mich. Waffen. Die kannst du nehmen, die kannst du nehmen. Das kannst du nehmen. Das auch. Das kannst du auch nehmen, das auch, die auch, das auch. Kleidung, die kannst du nehmen, die hier auch. Ach, ich schleppe auch noch das rechte Bein mit mir rum. Ja, nee, ist klar. Ach, guck mal. So, die sind sowieso kaputt, die Teile, da deswegen, okay. Genau, die hatten wir nicht in der Tasche vom Umrüsten, sondern die waren schlicht und ergreifend kaputt und deswegen hatten wir sie in der Tasche. Vielleicht haben wir ja, wenn wir nach Hause kommen, ein bisschen Material übrig, um das zu... Oh. Ich glaube, hier bevorzuge ich dann doch wieder die Kampfflinte. Ja, nee, und wieder legendär, leck mich. Hier war ein hundsmiserabler Schütze. So, wo ist der andere Mistvieh? Na komm. Okay, legendärer fehlt aber immer noch, ne? Oder hat er den jetzt schon gekillt? Lol. Das Akrobaten-Sündrüstung. Fallschaden 50%. Na gut. Wer hat denn den Legendären jetzt gekillt? Das war doch nicht... Das war nicht Nick. Oder hat er den mal eben so wegrasiert? Fusionskern entfernt. Okay. Gucken mal... Ich bin ja jetzt doch neugierig, ne? Ich will jetzt doch das Flugzeug sehen. Wir werden wahrscheinlich massenweise Ghule drumherum rennen. Ich will wenigstens den Wegpunkt haben, dann kann man sich bei Gelegenheit nochmal hier hinporten. Ein Vertibird-Wrack.
Okay, warum kennzeichnen die den abgestürzten Vertibird so extrem? Heißt doch bestimmt, dass es hier irgendwas gibt. Wenn ich mich hier schon hinbegeben kann, dann möchte ich jetzt auch wissen, warum. Aber ich komme da auch nirgendwo rein, ne? Also so wirklich was Interessantes. Na gut, gucken wir uns bei Gelegenheit nochmal an. Wie gesagt, wir haben ja jetzt nicht ewig Zeit hier. Wir gehen mal einfach Richtung Professor Dr. Virgil. Verschwenderisch hier unterwegs, der gute Nox. Aber was soll's? Okay, was haben wir hier? Eine Kneipe? Jeder überlebt den Kampf. Gut, dann gucken wir uns die Kneipe hier auch nochmal eben an.